Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei uns in der Whisky-Zone begrüßen euch Holger und Andi. Ja, genau, auch von mir ein herzliches Hallo und heute gibt es einen Port Charlotte, 10 Jahre. Heavily peated. Ja, wir haben es erst übersetzt mit himmlisch peated, aber es war wohl ein Fehler, es war einfach nur stark rauchig, ne? Ach so, heißt das nicht so? Nee, gut, okay, Spaß beiseite, ja. Nee, also ein stark getorfter Islay Single Malt und zwar aus der Buchlettich Brennerei, wird unter dem Namen Port Charlotte vertrieben und heißt sozusagen so viel wie 40 ppm Rauchgehalt, ne? Ah ja. Quasi. Ist ja schon ordentlich, ja? Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass ja Artback über sich selbst sagt, dass sie den rauchigsten Whisky produzieren mit, was sagen die? 45, glaube ich. 45, ja. Dann geht es wieder los mit dem Zeitpunkt der Messung und wann wird dann gemessen und etc. Gut, aber viel, viel interessanter und viel wichtiger ist, dass dieser 10-Jährige jetzt ins Sortiment übergeht von Port Charlotte Buchlettich. Und der Scottish Barley quasi dann verschwinden wird nach und nach, ne? Tja. Gut. Weg ist er. Weg ist er. Aber ist auch gut so, ne? Es endet eine lange, lange Zeit der Non-Age-Statement-Abfüllung und endlich gibt es halt einen 10-Jährigen als Standard. Neue Flasche. Neues Design. Ne? Unterstreich nochmal den neuen Charakter. Gucken wir mal, ob das auch stimmt. Ja, Bruchlettich, es war, also muss ich leider gestehen, nie so richtig meine Brennerei. Deswegen habe ich schon ewig keinen mehr getrunken und lasse mich jetzt hier mal überraschen. Ja, wir hatten mal ein Video gemacht, wir hatten noch mal bei deinem Schwiegervater, hatten wir mal einen Buchlettich 10 Jahre getrunken, noch die erste Edition. Ich war überrascht, positiv überrascht, ne? Dann hatten wir noch ein Video vom zweiten gemacht, war auch gut. Und jetzt gibt's... Das klingelt. Sehr schön. Das klingelt. Trotzdem egal. Gut, nee, sehr rauchig, ja, schön. Rauchig, leicht fruchtig am Korken quasi. So, die Klingel, wir hören jetzt einfach nicht auf. Es heißt einfach nur, dass bei uns hier noch gearbeitet wird. Obwohl der Laden zu hat. Ja. Aber es gibt jemanden, der sich drum kümmern wird. Gut. So, jetzt nochmal zurück zum Thema. Wir werden hier vom Klingeln abgelenkt, aber ist egal. Also der Port Charlotte, ne? Lagerung 65% First Fill Ex-Bourbonfässer, 10% in Refill Bourbonfässer. Und 25% in französischen Weinfässern, ohne genau zu sagen, welche Weinfässer da zum Einsatz kommen. Mhm. Aber eine gute Kombi. Meistens hat man dadurch auch sehr schöne Holznoten, die auch nochmal mit reinspielen und einen sehr schönen, holzigen Charakter mitgeben. Ne? Das Schöne ist ja, bei Bruchlettich wird das ja immer sehr schön, ja, wird das ja immer angegeben. Ne? Also man kann ja da, ich weiß nicht, kannst du da noch ein Wort zu sagen? Man kann ja wirklich immer rausfinden, welche Fässer da irgendwie... Man kann auf die Seite gucken und wäre wirklich, wirklich überrascht, welche Vielzahl an Fässern da genommen werden und wie die quasi zusammengestellt werden. Ne? Also wir reden hier wirklich über eine Standardabfüllung, die halt wirklich eine große Ausbringungsmenge hat und eine ganze, ganze Menge Auswahl hat an Fässern. Ne? Aber es wird sehr, sehr transparent gehalten bei denen. Ja. Genauso wie die Herstellung, dass halt die Gerste etc. alles aus Schottland kommt und nirgendwo anders irgendwie importiert wird. Ne? Mhm. Ja gut, aber jetzt geht's los. Ah ja. Schön, schön. Du hast auf der einen Seite hast du Rauch, auf der anderen Seite hast du Frucht, du hast halt eine maritime Note, die irgendwie allen Islay-Whiskys auch wieder nachgesagt wird in dem Moment. Du hast Vanille. Zitrus. Ja. Spritzig, rauchig, leicht würzig. Schön. Sehr schön. Wie gesagt, auf jeden Fall mal einen Schritt nach vorne weg vom Scottish Barley, ne, hin zum 10er. Hast du so ein bisschen mehr Volumen und ein bisschen mehr Charakter. Gehört sich auch so, ja? Ja, das gehört sich einfach so, ja. Cool. Ja, du, gar nicht so schlecht. Ich gehe voreingenommen an die Sache ran. 50% Andi, Wasser hast du nicht, ne? Brauchst du nicht. Gerade so an der Grenze, ja? Ja, es wird passen. Ich werde ihn auf jeden Fall danach... Dafür reicht unsere Zeit hier nicht, es wird euch auch irgendwann zu langweilig. Wir werden auf jeden Fall danach nochmal mit Wasser probieren. Wenn ihr wollt, macht das selber. Wie gesagt, wer mich kennt, der weiß, Wasser im Whisky ist so mein Ding. Aber es gibt halt auch so Tage, da kann ich das Wasser nicht drin gebrauchen. Ne? Das ist immer ganz interessant. Ja, ich würde, also ist vielversprechend. Na dann, mal los. Jo. Mmh.
sehr, sehr, sehr kraftvoll. Sehr, sehr, sehr guter Antritt. Du merkst, du merkst die Würze, du merkst, du weißt ganz genau, dass es europäische Eichenfässer sind, die halt wirklich Pfeffer und Tannine mitbringen. Aber geil, das ist also mein Ding, ist es echt. Aber nicht zu knapp. Jungs das ist, und Mädels, Entschuldigung, Mädels und Jungs. Jam, jam, jam. Also der haut schon rein, ne? Das ist mein Ding, was ich halt wirklich irgendwie brauche, wenn ich mal abends eine schöne Bierbegleitung im Pub suche. Dann gehe ich immer in diese Richtung. Jetzt wird irgendwie immer bei Hardback landen. Und er wirklich, spricht von Whisky gerade, also von daher. Ja, Bierbegleitung, also, ne? Herrengedeck. Immer wieder schön nach vorne, sehr, sehr kraftvoll, ja, direkt ins Gesicht. Aber. Perfekt. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Es haltet alles aus und es geht vorbei und es bleibt ein Rest Süße und es bleibt ein Rest Frucht. Genau. Und wird wunderschön mit süßer Eichen-Vanille-Note ergänzt. Ja, das also, gefällt. Das gefällt, das muss man sagen. Also, man möchte auch. Man ist fast geneigt zu sagen, der Abgang ist mittellang, ist aber nicht, weil sehr, sehr viel bleibt. Nur, dass dieser kraftvolle, starke Antritt mit der Würze und dem Rauch, der wirklich gut einhergeht mit allem, der ist wirklich eine Weile da. Und dann ist es, als wenn er irgendwo, ja, wie in so einem Wasserfall, dann einfach plötzlich runterfällt und dann ist er weg. Und der Rest ist wirklich, wie gesagt, wäre jetzt ein Whisky, der nicht rauchig ist. Das ist ganz interessant. Es bleibt ein bisschen so Malz-Gerstengeschmack zurück, es bleibt Rauch zurück. Und daher kann man schon sagen, dass er dementsprechend lang ist, weil er einfach dann diesen Eindruck für sich behält. Ja. Mhm. Ich denke, mich zu erinnern, dass wir mal den Pauschale 10 Jahre hatten, der so als Special Release vor ein, zwei Jahren mal auf den Markt kam. Den hatte ich ein bisschen dunkler in Erinnerung, ne? Auch von der Farbgebung her. Ne? Weiß ich. Kann sein, dass die Anteile waren bestimmt ein bisschen höher von französischen Eichenfässern. Der war ein bisschen komplexer, aber jetzt hat man das Problem, dass man halt als Standardsortiment wieder, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ne, bei dem anderen, dass man da halt wirklich einen Mix schaffen muss, der halt dauerhaft verfügbar ist. Ne? Und daher. Der ist aber auch. Am zweiten Schluck bleibt die Würze aber lange. Also, das ist, also wenn man mal wirklich Bock hat auf einen schönen, würzigen Rauch. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, ohne diese Würze und den Rauch und jetzt bleibt es aber lang, aber schon auf den Lippen hier oder so. Aber der zweite Schluck ist besser. Der zweite Schluck ist wirklich besser, der ist wirklich intensiver. Da würde mir was fehlen. Also das, du hast den typischen Bruchlettig Grundcharakter, würde ich jetzt einfach sagen. Da haben sie nochmal einen draufgesetzt. Viel Vanille. Was mir viel besser gefällt als bei manch anderen Abfüllungen. Rutscht mir sogar die Brille langsam von der Nase hier. Toll. Das ist ein Ding, was mir wirklich so als Standard gefällt. Also, sonst bin ich so Talisker-Fan, ja. Da hast du noch ein bisschen diese Pfeffernote genauso gegeben, ne? Aber das ist halt eine Ergänzung, die bei mir jetzt so als Standard, als trinkbarer Standard so. Das ist immer die Frage, wie willst du Standard und was Besonderes definieren? Also wenn wir einmal die Woche im Pub gehen und einmal die Woche einen Whisky trinken, dann würde ich das sagen als Standard und alles andere, was man so zu Hause mal zu Weihnachten aufreißt, ist halt dann schon was Besonderes. Okay. Und das wäre halt eine Abfüllung, die ich jetzt dahin empfehlen muss, da wir diese denn da mal ab und zu trinken würden. Gerne. Zumal man ja natürlich auch einen Standard als was Besonderes empfinden kann, natürlich auch. So, das ist immer so, nur weil es jetzt. Ah, ist okay, nee, das ist, was ich halt meine. Ich rede ja zum Mund. Im Prinzip ist, weil ich den jetzt wirklich überraschend toll finde. Ja? Also, wenn man vorangenommen an was rangeht oder so, dann ist ja die Überraschung meistens größer, als man denkt. Und hier wirklich geht es ins Positive. Also, ganz toll. Nee, bin ich deiner Meinung. Ja. Okay, schön. Dann werden wir den also da platzieren. Ja. Und dann werden wir dafür teuer Geld diesen Whisky zu unserem Bier trinken dürfen. Ja, richtig. Genau. Unseren eigenen Whisky. Die haben die Preise erhöht. Die nehmen uns 8 Euro ab für den doppelten Talisker, wo du sagst, das reicht jetzt aber auch langsam. Es gibt keinen Rabatt mehr. Genau. Gut. Ich hoffe, ihr kommt günstiger an eure Schnapsversorgung als 8 Euro für 4 CL im Pub. Und ich hoffe, dass er auch wirklich in diesen Genuss mal kommt, weil, weiß nicht, also es ist einfach eine schöne Ergänzung. Ihr könnt euch eine ganze Flasche kaufen, zum Beispiel, ja? Ja, das wäre dann günstiger als das Nasepub. Es ist eine sehr schöne Ergänzung für Eiler Whiskys. Und bringt nochmal ein bisschen mehr Pep in die ganze Geschichte. Französische Eichenfässer sind immer gut. Du denkst ja so ein bisschen an Corby Blacken oder so, ne? Die gehen auch in solche Richtungen. Hammer. Also probiert es mal aus. Ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, besucht unsere Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss.